Ich glaube, ihr könnt es nicht glauben, ich kann es auch nicht glauben. Es passiert, ich nehme ein Video für YouTube auf und nicht aus dem Stream, sondern actually für YouTube. Also willkommen zu, man hätte nicht gedacht, dass es jemals passiert, aber es ist passiert, meine Haustour. Ja, so viele Überraschungen, YouTube-Video und die Haustour. Für die Leute, die es nicht wissen, ich wohne jetzt seit 2,5 Jahren auf Madeira und jetzt seit ungefähr einem Jahr, vielleicht sogar 1,5 in dem Haus hier. Und ich habe immer versprochen, dass ich es zeige und ich habe es immer nur so ab und zu gemacht und so ein bisschen. Und ja, heute machen wir es so richtig, deswegen I show you the house. Aus gegebenem Anlass ist es ordentlich, weil ich ab morgen, also wenn ihr das Video seht, am selben Tag einen 7-Tage-Stream mache. A.k.a. ich werde auf dieser Couch hier pennen und 24 Stunden, 7 Tage lang live sein. Und da werden wir das ganze Haus verbrauchen und deswegen haben wir aufgeräumt. Und so ordentlich wird es nicht nochmal sein, deswegen machen wir jetzt diese Haustour. Ja, jetzt gerade, wie gesagt, sind wir im Wohnzimmer. Der Wohnzimmer ist quasi über den Eingangsbereich und auch gleichzeitig, wenn wir uns umdrehen, ist hier auch direkt, da ist jetzt gerade das Audiozeug, aber ist ja auch die Küche und Esszimmer und alles Mögliche. Die Küche war mal ockerfarben, es war grauenhaft. Ich habe sie gestrichen, jetzt ist sie weiß. Jetzt ist sie sehr erträglich, sie ist leider nur sehr klein. Das Haus, wo ich drin lebe, hat circa so 70 bis 80 Quadratmeter Wohnfläche. Also für eine Person completely fine. Es ist ein kleines, wie man so schön sagt in Deutschland, ein Tiny House. Obwohl es eigentlich eine normal size small Wohnung Ding eher ist. Es ist ganz funny. Ach so, bezüglich der Couch, weil ich bin, falls ein paar von euch gewundert haben, wie ich auf dieser Couch schlafe, ich zeige euch was super cooles, okay? Eine Matratze. Es ist einfach ein normal fucking sized Bed. Es ist so cool. Immer wenn ich Leute hier habe, würden sie, ja, könnt ihr auch pennen auf der Couch, ist plötzlich alle so, ich weiß nicht. Und dann fahre ich die Couch aus und auf einmal pennen hier so 5 Leute drauf und sind so, jo, beste Nacht meines Lebens, ich habe so gut geschlafen. Also die Couch ist sehr, sehr cool und da werde ich dann pennen und auf dem Fernseher hier werde ich dann Chat sehen oder einen Film oder irgendwas. Das wird cool. Es wird eine große Übernachtungsparty. Weiter geht's. Hier haben wir jetzt, in meiner Opinion, der coolste Raum in meinem Zimmer, mein Streaming-Raum. Kommen Sie rein. Ja, ich fühle den Raum sehr. Ich habe heute noch den Tisch bekommen für mein Pioneer, für mein DJ-Setup. Alles angeschlossen. Der PC von Hightech. Super schön. Mit dem Mirror-Ding. Super clean. Sieht, finde ich, das ganze Setup inzwischen so cool aus. Da oben sind die Dinger dran für VR. Das wird es irgendwie auch im Stream geben. Und sonst, ich glaube, man kennt das Ganze so ein bisschen aus der Perspektive. Dazwischen steht mein Monitor, normalerweise die Kamera. Und filmt dann quasi hier auf den Stuhl drauf. Und ja, das Setup ist, ich mag das Setup sehr, sehr gerne. Also, ich meine, hier verbringe ich aus dem Mittel die meiste Zeit am Tag. Und ich mag den Raum sehr gerne. Da ist meine Lavalampe. Schön, ne? Ja, dieser Raum macht mich sehr happy. Wir hatten zwischenzeitlich ein bisschen Probleme mit dem VR-Ding, weil in einem Raum da nicht so viel spiegelnde Oberflächen sein sollen. Wenn man sich überlegt, boah, was spiegelt denn hier? Vielleicht ist es die Lampe, vielleicht spiegelt die Lampe zu sehr. Ich weiß es nicht. Ja, hier ist ein 2,40 Meter auf 2,40 Meter großer Spiegel. Da haben wir jetzt noch Vorhänge gekauft, damit wir da Vorhänge dran machen können, dass der Spiegel nicht spiegelt. Damit dann alles klappt. Die Tür da, falls ihr euch fragt, wo die Tür hier hinführt, die Tür ist eine zweite Eingangstür. Ich weiß nicht, warum ich zwei Eingangstüren habe, die literally nicht mal einen Meter voneinander entfernt sind und einfach nur in einen anderen Raum reingehen. Aber theoretisch habe ich zwei Eingangstüren. Das ist der coole Flex. Zwei Eingangstüren. Ein Meter nebeneinander. Aber ist cool. Okay, nächster Raum. Tatsächlich ist es in vielen portugiesischen Häusern so ein Ding, sehr viele Bäder zu haben. Also ich habe euch ja gesagt, wie groß das Haus ungefähr ist. Ihr seht es ja auch, es ist nicht super groß. Ich habe trotzdem zwei Bäder. Das ist ganz cool, das ist quasi das Gästebad. Ein Bad, ne? Tatsächlich war die Einrichtung und die Möbel auch schon alles hier drin. Abgesehen vom Streaming-Raum, den habe ich selber eingerichtet. Der Rest war tatsächlich, ja, tatsächlich alles schon drin. Und jetzt gehen wir hoch. Jetzt habe ich eine zweite Etage. Meine schönen Bilder sind toll. Das war auch Teil meiner Einrichtung. Licht an. So, dann haben wir hier nochmal ein Bad. Und denselben fließen wir unten nur in Blau. Yeah, ist halt ein Bad, ne? Und mein Schlafzimmer, was ich jetzt die nächsten 1,5 Wochen oder so nicht benutzen werde. There we go. Ich finde es auch ganz cozy. Ich finde es ganz, das kann ich erklären. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Okay, also ich sage, ich habe euch nichts verschwiegen. Das ist unglücklich ausgedrückt. Ja, der Bär. Ich habe ihn im Supermarkt gesehen. Und dann war da noch ein zweiter. Und der tat mir so leid, weil er alleine war. Deswegen haben wir noch einen zweiten davon gekauft. Und das ist bei Chris. Er ist süß. Er ist groß und süß und weich und er tut sich gut auf meiner zweiten Betthälfte. Sonst wichtig, der Malefiz-Pokal
für den Gewinner des Malefiz-Turniers. Ich bin zwar theoretisch nicht die aktuelle Malefiz-Gewinnerin, aber wir haben die Regelung, dass wenn jemand, also wenn Malefiz nicht kennt, ist das Mensch Engerich nicht nur nerviger und ich spiele sie immer mit den Jungs. Wer den Malefiz-Pokal vergisst mitzunehmen, nach einer Woche gehört er dem vorherigen Gewinner und das bin ich. Chris hat vergessen, ihn mitzunehmen, mein Pokal. Ansonsten, ja, ich habe überall im Haus diese bunten Lichter. Ich finde halt LEDs ganz cool und ich kann die auch alle anpassen. Und sonst hier überall random Sonnenbrillen rumliegen, die ich in meinem Leben niemals tragen werde, weil sie viel zu edgy sind und ich gar nicht so edgy bin. Aber ich habe sie trotzdem bestellt, weil ich dachte, vielleicht bin ich edgy genug. Aber da habe ich noch eine Lavalampe, weil jeder Mensch braucht zwei Lavalampen. Und ich habe noch einen Balkon. Ich zeige ihn euch nochmal bei Tags. Er sieht halt super wack Tags aus. Das ist sehr cool, dann sind hier überall Lichter und Lichterketten und alles. Hier, während ich jetzt gerade rede, wird eingeblendet, wie das Ganze bei Nacht aussieht. Es sieht cool aus, es ist nice. Da kann man es schon sehen. Da kann man sich schon mal eine Shisha anzünden auf diesem Balkon. Ich rauche keine Shisha, tatsächlich. Ja, das war meine Haustour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Aber ihr fragt euch jetzt bestimmt, okay, Antonia, du machst den 7-Tage-Stream. Willst du nicht vielleicht auch irgendwie cool kochen? Deine Küche ist wack. Vielleicht denkt ihr das gar nicht. Ich denke es auf jeden Fall. Die Küche ist auf jeden Fall nicht so cool für Kochstreams. Deswegen dachte ich, wir drehen die ganzen Sachen bei meinem Nachbarn. Wir drehen die Kochstreams und die Barsachen bei meinem sehr seltsamen Nachbarn. Und ich würde sagen, wir gehen da jetzt mal hin. Und dann zeige ich euch noch ganz kurz die Drehorte für die nächsten Tage dort. Ach so, der 7-Tage-Stream. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt erklärt habe, genau was es ist. Für den 7-Tage-Stream. Er startet am 7.7. ab 16 Uhr. Deshalb da, wenn ihr einschaltet auf meinem Twitch-Kanal, werde ich durchgängig live sein. Und das finde ich sehr cool. Das heißt, ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und jetzt weiter, wir gehen jetzt zu meinem komischen Nachbarn. Sieht lustig aus. Sieht aus, als wären meine Beine so lang, weil das so weit wirklich ist. So, da sind wir. Wir belästigen jetzt den Nachbarn. Nein, wir kaufen keine Staubsauger. Hallo? Hallo? Du hast schon ein Funkmikro an, das ist ja ein Zufall, Mensch. Ja, wir werden das meiste von den Kochsachen und so bei Chris drehen, weil Chris einfach die coolere Küche hat. Chris, du bist vor, it's your house. Kommt rein. Das heißt, hier, wenn wir jetzt die Kostüms machen, das ist eine der coolsten Küchen, in der ich je gekocht habe, glaube ich. Ist es okay, wenn es in deiner Küche brennt? Ja. Haben wir was gegen Feuer? Nee, aber das wäre gut, wenn wir noch vorher ein Feuerlöscher. Feuer. Ich habe einen Feuerlöscher bei mir. Den bringen wir rüber. Wir nehmen ihn mit. Oh, wir machen übrigens auch einen Kochkurs mit einem sehr guten Koch, einem Kumpel von uns. Und jetzt kommt dann noch ein sehr cooler Bereich. Let's go. Yes, this one in Germany we call this the Saufi-Saufi-Bereich. Das ist mein Lieblingsbereich. Ich hätte gern ein Sex on the Beach. Oh, okay, das dauert jetzt. Nein, aber ja, genau, hier werden wir Koch- und Grillstreams machen, ne? Ja, vor allem Barstreams. Wir hatten überlegt, ob wir da an der Ecke mal, ich da mal auflege oder so, weil es sind sehr coole Bereiche, vor allem bei Nacht. Wir blenden hier mal noch kurz einen kurzen Clip ein, wie das Ganze bei Nacht aussieht, weil es sieht da nochmal. Das nochmal als kleiner Peek von dem Haus, wenn ihr sehen wollt, wie das ganze Haus aussieht und wie es auch vorher aussah, weil Chris hat hier mit dem Team unfassbare Renovierungsarbeiten geleistet, also wirklich absolut crazy. Stell euch vor, hier war alles hässlich. Hässlich und mit Terrakotta-Fliesen auf dem Boden. Oh, auf jeden Fall, wenn ihr das sehen wollt, das Video kommt die Tage bei ihm online, checkt das auf jeden Fall ab. Und wir sehen uns dann hoffentlich die ganzen nächsten 7 Tage im Stream, twitch.tv/TV, weil dort werden wir 7 Tage lang live sein, bei mir im Haus, was ihr gerade gesehen habt, hier im Haus. Wir werden eine riesen Übernachtungsparty machen. Es wird sehr cool. Also lasst dem Video ein Like da und schreibt in den Kommentaren, wie ich mich angestellt habe bei einem YouTube-Videodreh. Okay, tschüss!